Alles klar. Gut, dann können wir ja mal hier, ne? Okay. Starten. Kann ich den Pump? Kann ich den Bums ja auch ausmachen? Jo. Kannst du. Ich habe keine Starttaste. Dann ist A drin. Ja, hallo rum, meine lieben Freunde. Good evening, boys and girls, ladies, and a gentleman. Turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story as heartwarming and soft as a mother's kiss. Or is it? Shh. Once upon a time, there was a boat. Now, this wasn't just any boat, children. It was a ship. A ship full of friends. Hundreds of friends. Best friends, one and all. A veritable friendship it was. Get it? But it wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board. Hattie Hattington. Say hi to Hattie. Hattie was like King Friend of Friendship Kingdom. Best friend to one and all, and the walking definition of handsome gentleman. Now, one fine morning, Hattie and pal set out for a new, exciting adventure. What fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary, swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures to be shared. Now today, 'twas a day like any other adventure-y day. Spirits were uncrushably high, everyone was singing and dancing and having a jolly time. When suddenly the ocean was all like surprise, and a huge, massive storm brewed out of nowhere. Boy, that was quick. And there was thunder. Boom! And the lightning. Boom! And the wind. Boom! And like that, it was over. Is everyone okay? Said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you, Hattie continued. But the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it, because the ocean was all like, psych! And it came back even bigger this time, twice as big. As if Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. Boy, he was pissed. He was mad. And the rain came down like a shower of bullets. And the floorboards were buckling and creaking and breaking, and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tipped you off, genius? And then Hattie was all like, hey, be nice. Huge giant waves thrashed the boat to and fro, fro and to, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, bay, splash, splash, and there was this huge whale like, and it made it super scary, and I think there was a shark. Yep, there he is. Oh, God. And then Hattie was all like, hold on to your butts. Land ho, and bang, 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 smash. A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. What a strange, mysterious island. And what's this? The shore is riddled with dieser geile Fall, ey. Wo bin ich denn? Alter. Wie klein du bist! Ja, ich hab mir extra den Kleinkopf ausgewählt, weil der irgendwie cute aussah. So, warte, ich muss nur mal kurz. Man kann furzen. Ah! Wo ist mein Mama, Kaffee? Schütze. Wo ist mein Kaffee? Ah! Wo ist mein Kaffee? Ah, jetzt weiß ich, wie ich meinen Feuerball machen kann. Oh. warte auf. Hilfe! Hilfe! Ah, ich brenne! Hilfe! Alles klar. Maybe our friends came in here to take shelter from the rain. That's smart. But geez, what a gloomy place. Ever heard of spring cleaning? Alter, hört sich das dumm an. Du spaßt! Hör auf mich zu schwollen! Mann! An der gleichen Stelle. Okay. Ja, genau. Oh, happy day! It's Hattie! And look, he's made some wonderful new friends. Ooh, and they got him a present. How thoughtful. Hey, wait a second. I don't think that was a present. Those guys aren't wonderful new friends, are they? Just stay hidden and keep quiet. They haven't seen you yet. Oh no, they see you. Clench your butt. This isn't gonna be good.
wasn't good. That wasn't good at all. Nachher kannst du ja nochmal deinen Charakter erstellen. Ja. Geht das hier schon los? Kapitel 1. Von Hedy verraten. Oh nein. Der fiese Hedy. Ja, die haben wir alle schon mal gespielt, wir beide. Aber... Ja. Einfach nochmal alle spielen. Für YouTube, für die Klicks. Ja. Wollen wir das Spiel zu, wollen wir zu 100% spielen? Also alle diese Edelsteine hier einsammeln? Ja, ne? Können wir doch. Ja, würde ich sagen, können wir doch machen. Oh, warte. Ah, hier geht's ja schon gleich. Ja. Häng dich ran! Ah, ja. Lol. Ey! Oh, heiß, 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 heiß! Du hast es gemacht. So. Komm mal da hoch? Ja, da kommen wir gleich hoch, okay. Ja, warte, hier ist noch ein Edelstein. Was ist bei dir? Ja, hier. Ach, wir müssen sogar alle. Ah, das Wollknäuel, stimmt. Das ist immer das Bonusding, oder? Ich habe Harvest Moon geliebt, meine Farm aufzubauen. Okay. Also, wenn ich irgendwas laber, dann wundere ich nicht, dass der Chat nebenbei, ne? Ja, ist gut. A-Plus. Ja, das sind alle, wo wir die ganzen Kreuze waren, sind alle... Oh, warte, kann ich dich hochschmeißen? Na, warte mal nochmal. Lol. Guck mal hier. The first of Easy. Easy going. Oh, warte, das soll ich? Ja, sag mal, du. Ah! Ich geh schon mal hoch, ne? Oh, Nee, warte. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist da hinten? Ich hab was vergessen. Lass mir rüber, ja, genau. Ich muss hinterherkommen, glaube ich. Okay. Ja, ich muss hinterherkommen. Moin. By Stanley Yarn. Back then it was called Catchman. It was called Catchman. People used to lure cats to their homes because meat was very expensive. True story, the end. Hol du mal den, genau, ich weiß es hier hinten. Nischke, komm mal her. Ja, da ist glaube ich das Ende schon. Ne, das Ende ist da unten. Bei mir. Guck mal, da ist noch ein Diamant. Ah, okay. Ja, also noch ein Weg. Ich weiß den. Ja, ich weiß die Level auch nicht mehr aus. Kann man, Tobi, kann man bei Dings, Stardew Valley, oh! Kann man die, ey, einfach umgeboxt. kann man bei Stardew Valley auch, Warte. Was denn? Nee, ich dachte gerade, wir haben das Wollknäuel vergessen. Aber nee, hatten wir. Kann man bei Stardew Valley auch, ein Kind irgendwann kriegen, oder was? Haben wir alles Diamanten, ja, aber. Das Wollknäuel und die Zeit. Nice. Das ist halt die Frage, willst du jetzt direkt sofort auf 100% gehen? Heißt das Level immer wieder versuchen, auf 100% zu machen? Oder willst du ja, ich würde sagen, wir machen nur die Diamanten und das Wollknäuel. Also die Zeit, finde ich, ist nicht so. Brauchen wir nicht unbedingt, oder? Nee, ich meinte damit. Nee. Ich. Alter, sag mal. Wow. Ich meinte, ja. Da kannst du mal sterben. Ah, ist tot. Ich meinte eigentlich, dass. Willst du jetzt erstmal. Wie ging das denn jetzt nochmal? Doppeljump, so gesehen. Ich will erstmal was? Oder? Aber ach, krass, Tobi, dass es geht. Adoptieren auch. Heftig. Ah! Sowas will ich? Was erstmal machen? Ob du erstmal die Level alle durchmachen willst oder ob du schon gleich jetzt sofort darauf gehen willst, dass die Level immer 100% sind? Nee, 100%. Also, ich würde halt sagen, dass wir nicht mal 100% immer machen, also auch nicht Zeitbonus oder so, sondern dass wir einfach nur sagen: Yo, wir machen alle Diamanten und jedes Wollknäuel hier. Also, und die Wollknäuel. Ja, wir sehen ja immer am Ende des Levels, ob wir die durch haben. Lol. Ja, eben. Ob noch du nicht rein, noch denn mehr. Immer sofort wiederholen willst. Nee, warum?
Ich hätte dich geholt, aber okay. Ja. Also erstmal das Spiel durchspielen. Denn am Ende die Level, wo wirklich alles... Nee, dann gar nicht mal die 100% nochmal angehen. Also ich habe ja keinen Bock, jedes Level nochmal auf Zeit durchzuspielen dann im Endeffekt. Also es reicht, finde ich, wie gesagt. Ja, ich meine aber... Ja, das habe ich jetzt nach dem dritten Mal auch verstanden. Ich meine, ja. Wenn jetzt nicht alle Diamanten beispielsweise... Nein, Diamanten auf jeden Fall immer. Dauert ja auch nicht lange, die zu kriegen, oder? LOL! Nein, verdammt! Der Mops! Du hast den Mops. Definitiv den Mops. Uff. Er ist eine Katze. Oh. Oh, da oben ist was. Aber warte, da kommt man durch den Teleporter hin. Hier oben, komm her. Aha! Easy. Gott, aua. Warte, ich will da... Ach ne, kann man da auch hoch. Ich hab schon mal das Dings. Boah. Das Wollknäuel haben wir auf jeden Fall schon mal. Dein Ernst? So, ganz rüber. Ganz rüber, komm. Okay, hier müssen wir im besten Fall gleichzeitig. Oh Gott. Hier, lauf! Ja, oder... Lauf! Achso. Warte, ich geh hier oben lang. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist noch was. Ja. Das kannte ich dann doch noch vom letzten Mal. War auch obvious. Müssen wir die eigentlich töten, ne? Oh, der Kick, ey. Nee, musst du nicht. Aber die gehen ja halt irgendwann auf. Lol, der hat mich da reingekickt. Ja, ich glaube, links war nichts mehr. Also von daher. Nee, da war gerade nichts mehr. Aber der hat mich halt ins Ziel reingekickt. Ja, nice, aber. Das sind, glaube ich, irgendwie jetzt immer. Jetzt sind sogar nur 6 Diamanten. Aber wir haben alle reingesackt. Yes. Sogar mit Zeit, ey. Ja, es sind die ersten Level wahrscheinlich, ne? Ja, spannend werden die Level, die auf Zeit gehen auch. Oh, wow. Aua! Ja, oh, fast. Ah ne, du musst da oben hoch, warte. Oder ich muss oben hoch und jetzt kommst du. Aha! Ah. LOL! Wow. Oh, Junge! Gut! Da. Digga! What the fuck? Au, oh, das Eis ist gemein. Nein, jetzt fand ich auch. Ich auch. Frage, warum? Ah. Wow, die Katzen waren übel am Rumwagen. Da. Nee, ich glaube, du musst mich rüberwerfen, oder? Ich wusste dich. Ja. Ja, erstmal geh ich hier rein. Easy. Ich komm gleich. Naja. Dauert noch ein bisschen. Was soll? Hast ja noch 8 Sekunden. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Na, die ersten Level sind halt nicht so toll. Ja, die sind halt. Ich bin mal echt gespannt, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo nochmal interessante Level kommen. Ja.